Einen wunderschönen Abend da draußen wünsche ich. Und ursprünglich mein Plan war es, jetzt so ein bisschen was zu erzählen zu meinen kommenden Projekten jetzt in den nächsten Wochen. Wie ich im letzten Video schon angekündigt habe, wollte ich ja meinen YouTube-Kanal ein bisschen mehr pflegen und nicht nur das, ein bisschen mehr erzählen, auch was ich eigentlich den ganzen Tag so mache, wenn ich mal nicht streame, was alles ansteht. Zum Beispiel morgen dann die World Championship Series, also das europäische Finale. Ich persönlich freue mich schon richtig drauf. Und dass ich das Ganze auch announcen darf. Leider nicht vorher, sondern wirklich einen Abend jetzt vor dem Turnier darf ich erst erzählen, diese richtig, richtig geile News. Ja, und das Ganze wird jetzt auch noch überschattet, denn Blizzard meinte, gut, alles klar, heute bester Tag, um nochmal ein paar Heart of the Swarm-Änderungen soweit zu announcen. Entsprechend Planänderung, anstatt von meinem Leben erzähle ich jetzt einfach mal zur Heart of the Swarm Beta und den kommenden Änderungen. Und da bin ich nicht ganz alleine, denn ich habe mir natürlich auch nochmal einen Profispieler dazu gepackt. Von Team Mousebots haben wir Heomarine, ein junges deutsches Talent. Und den wollen wir doch einfach mal fragen, was er von den Änderungen in Heart of the Swarm hält. Und ich denke, gemeinsam werden wir das einfach mal so ein bisschen durchgehen. So, schönen guten Abend, Heomarine. Jo, hi. Also ich habe ja gehört, du spielst ziemlich aktiv Heart of the Swarm Beta und ich weiß nicht, hast du schon mitbekommen die neuesten Änderungen? Ich glaube, vor wenigen Minuten sind die erst rausgekommen, also noch gar nicht so alt das Ganze. So grob die wichtigen Sachen habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, wollen wir vielleicht mal kurz alles durchgehen von Anfang an? Natürlich auch eine schöne News dazu auf MyStarCraft und zwar... Ja, das erste, ich meine, du bist Terran, hast du trotzdem die anderen Rassen so ein bisschen angespielt? Zerg. Zerg, Protoss auch? Ein bisschen, aber Protoss gefällt mir da nicht. Gefällt dir nicht? Ja, mir auch nicht. Also ich persönlich habe sehr viel Protoss gespielt, weil ich auch Protoss bin. Habe natürlich auch die anderen Rassen soweit angetestet. Persönlich muss ich sagen, also war ich vor allem mit dem Tempest und dem Orakel halt alles andere als zufrieden bisher. Also ich habe ja so ein bisschen Or viel mit Oracle gespielt. Und versucht da jetzt zu resten, aber mein Eindruck war halt immer, dass es ziemlich schnell kaputt geht. Weiß nicht, wie es dir da als Terran geht oder wenn du sagst, dass du sehr gespielt. Ja, zwei Turrets und da ist down das Teil. Ja, eben, oder steht ein Turret da und das Problem war halt immer, du bist reingeflogen mit deinem Oracle. Und wenn ein Turret oder eine Cannon da steht, dann hast du halt immer ein bisschen Schaden genommen. Also erst waren die Schilde down, aber du hast immer ein bisschen Schaden genommen, sodass sich das Oracle immer so ein bisschen abgenutzt hat, war mein Eindruck bisher. Und ja, auf jeden Fall mit dem neuen Patch kriegt es ein bisschen einen Buff. Schau mal gerade, also eine Fertigkeit wird entfernt, das war die, die Vision gibt. Dafür gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass man Fungal unter anderem verhindern kann. Und zudem, was haben wir noch? Zudem wird die Dauer der Mineral Shields verkürzt, aber dafür die Hitpoints nach oben gesetzt. Und was ich auch ganz wichtig finde, die Kosten verringert, nämlich 50 Gas kostet es weniger zum Oracle. 200 Gas persönlich fand ich auch immer ziemlich teuer. Ich weiß nicht, wie siehst du die Änderung? Ich hatte schon mit Delphi im Vorfeld gesprochen und der hat sich so ein bisschen geärgert, von wegen, ja, dass Protoss jetzt sehr, sehr stark wird, wo man nicht mehr fangen kann. Ja, der Patch mit den Removen von der Fähigkeit mit der Vision ist auf jeden Fall in Ordnung, weil Protoss hat einen Observer, die sehen sowieso immer alles damit. Von daher brauchen die den Spell überhaupt nicht. Die neue Fähigkeit mit den Fungal zum Beispiel disablen, ja, das macht die Rasse Protoss eigentlich auf jeden Fall mikrolastiger, was gut ist, aber wenn es richtig eingesetzt ist, ist es auf jeden Fall stark. Und dass sie es killt auf die Minerals jetzt ja, gebufft oder genervt kann man nicht sagen. Dass das jetzt kürzer dauert, da mehr HP hat, ist jetzt nicht so wichtig. Also ich, Ist ja. aber auf jeden Fall besser. Also das eher Problem ist, wenn man mit SV Shift Click da drauf geht und dann Shift auf Mineral Patch macht, dann ist es halt so, dass die SCVs nicht zum Mineral Feld geht, wenn die Schilde weg sind, wenn man die weggeschraubt hat. Okay. Also wenn man das Patch reicht mir schon. Also ich persönlich muss ja sagen, ich finde die Änderungen da soweit ganz gut. Also wie du schon sagtest, den Vision Spell habe ich eigentlich auch selber so gut wie nie benutzt, muss ich sagen. Ja, die Dauer war, glaube ich, auch ein bisschen heftig.
Von daher kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie es runtergemacht haben. Hitpoints ein bisschen rauf, dafür sind sie halt sehr schnell kaputt gegangen, wenn da Einheiten standen. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass es günstiger geworden ist, aber um nochmal auf diesen Fungal-Spell zurückzukommen oder diesen Konter-Fungal, wenn man so will, wirkt ja auch bei Concussive Shells zum Beispiel. Also man kann das Kiten so ein bisschen damit verhindern auch. Also ich finde den Spell, ich weiß gar nicht genau, was ich davon halten soll als Protoss. Ich finde es gut, weil dadurch hat das Oracle auch nochmal so einen Sinn im Late Game. Also im Late Game, wie du ja schon sagtest, zwei Turrets, das Ding ist down, konnte man es ja eigentlich kaum noch benutzen. Und so kann man es den ganzen Spielverlauf benutzen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht sogar zu heftig ist, wie du sagst. Also auch gegen Viper hilft das. Gegen Viper, gegen Concussive Shells. Hilft das auch gegen EMPs, weißt du das? Weiß ich nicht, ich habe mir das nicht genau angeguckt. Okay. Ja, also das ist soweit das Oracle. Dann ganz, ganz großes Thema, was dich ja selber ziemlich hart betrifft. Warhound raus aus dem Spiel. Ich lasse das einfach mal so stehen und gebe an dich weiter direkt. Ja, die Unit war lustig, weil ich habe seitdem die Beta rauskam noch kein Spiel gegen Protoss verloren. Noch überhaupt gar keins. Ich hatte einen Draw, aber das war auch ganz komisch. Und ja, auf jeden Fall Imbalance in TVP, aber in Sagt selbst der TVZ Terran. war die eher, in TVZ war die eher useless ein bisschen, weil keine Mech-Units von Zerg. In TVT war die ein bisschen eklig einfach, weil ja, Mars Warhounds gegen Warhounds oder wenn man Bio geht, dann Mech, das ist halt ein bisschen komisch, aber jetzt ist halt TVT pure Mech, weil keine Warhounds mehr gibt, um Mech zu countern. Von daher in TVP in Ordnung, in TVZ egal und TVT muss man sehen. Also ich würde jetzt Mech gegen Mech predicten. Ja, müssen wir halt schauen. Also ich meine, gerade Terran hat ja sehr viele Änderungen auch nochmal mit den Hellions erfahren. Also allgemein, alle Änderungen betreffen ja nur das Mech-Spiel, was Heart of the Swarm angeht. Also sind ja auch nur Mech-Units dazugekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Warhound raus, finde ich persönlich, also ich weiß auch gar nicht, wie die Chancen stehen, dass es nochmal reinkommt. Blizzard sagt ja selber, sie schicken den Warhound wieder rein, wenn sie wissen, wie, beziehungsweise wie sie den patchen sollen. Ich muss sagen, als Protoss bin ich natürlich froh, wie du schon sagtest. Also es war halt so hart, die Worker hast du mit einem Warhound-Drop gewone-hittet, wenn du so einen Drop hattest, wirklich mit zwei Ja. Stück drin. Die haben einfach so schnell geschossen, waren super schnell, also weiß ich nicht. Und Waren schneller als ein Stalker zum Beispiel. nee, Stalker war schneller. Das habe ich Nee, getestet. Warhound. Ich habe doch im letzten Stream habe ich das doch getestet, dass der Stalker schneller war. Irgendwie um, also Warhound 2,8 und Stalker 2,9 oder sowas. Irgendwie sowas. Na, ist ja jetzt egal, weil der ist eh draußen. Ja, genau. Er ist eh draußen. Also genau, im letzten Patch, da habe ich nämlich auch noch diskutiert. Da dachte ich nämlich auch, der Warhound wäre schneller, aber der Stalker ist schneller. Ein ganz klein bisschen. Genau, also es ist eh draußen, wie du schon sagtest. Vielleicht wollen wir weitermachen mit Terran, mit dir als Terraner. Ja. Also wir haben da noch an neue Änderungen nochmal die Hellions, was sehr, sehr interessant ist. Und zwar wird ja die Fertigkeit entfernt, dass sich das Hellion transformieren kann, so lange bis man ein Upgrade erforscht. Das heißt, man braucht erst ein Upgrade, um transformieren zu können. Aber was ich sehr interessant finde, also begründet haben sie es offiziell, dass Terran halt sehr aggressiv damit gegen Zerg spielen konnte. Man wollte aber diese defensive Komponente haben. Das heißt, man kann jetzt in der Factory sich entscheiden, ob man die klassischen Hellions baut oder die Battle Hellions. Was dann heißt, dass man die weiterhin mit dem Reaktor bauen kann und weiterhin sofort auch Battle Hellions hat für die Verteidigung, aber transformieren geht halt erst nur mit dem Upgrade. Ja, das ist eigentlich nur bei Main Battle Hellion Push oder Main Battle Hellion Drop mit 8 Mains und 8 Battle Hellions. 4 Battle Hellions natürlich. Sonst ist das eigentlich egal, weil im Late Game müsste man das Ja. Upgrade auf jeden Fall haben. Ist halt wie, keine Ahnung, Stim oder sowas. Must have, wenn man auf Mech oder auch Bio mit Hellions geht. In Early Game halt stark halt wegen dem Main Battle Hellion Drop und den Main Battle Hellion Push. Weil mit gutem Micro, das war. Also, ich habe immer mit Marine Battle Hellion die dritte von Zerg canceln können, außer natürlich gegen Mars Roaches. Ja, wenn wir weiter beim Terran bleiben, noch eine Änderung ist auch noch Reaper. Also Blizzard hat ja seitdem,
Oder sagen wir es anders. Seitdem ja die Reaper halt genervt wurden, zu Recht muss man ja sagen, die waren ja lange Zeit OP, hat man Reaper ja eigentlich kaum gesehen. Dann haben sie jetzt probiert mit der Hitpoint-Regeneration, Gebäudedamage dafür entfernt. Hat auch noch nicht so wirklich geklappt. Also ich habe es im Early Game manchmal ein bisschen gesehen, aber hast du wirklich viel Reaper gesehen bisher? Kiki spielt jedes Game Proxy Reaper in TVT. Okay. Hast du schon dagegen gespielt? Naja, schon sehr oft. Ich habe irgendwie 20 Mal gegen 4K in der Ladder gespielt. Und wie hast du abgeschnitten? 50-50. Echt? Okay. Ja, gegen Mac bin ich ganz gut in TVT nutzt. Okay. Aber der hat halt immer Proxy Reaper gespielt. Mit dem Reaper, mit dem ersten hochgehüpft, SUVs getötet und man hat immer gesehen, dass er mit dem Reaper wegkommen wollte. Ja, Weil der klar. Reaper ging halt down. Das ist immer das Problem. Ja, aber wenn er regenerieren kann, das war ja sonst das Problem. Wenn der Reaper keine Hitpoints mehr hatte, konnte es nicht mehr nutzen. Ja, da hatte ich in TVZ was gespielt. Ich habe Reaper Exe, One Max CC mit Reaper. Hab einen Reaper direkt zum Zerg geschickt, hab da ein paar Drohnen gekillt, immer geheilt und konnte damit schon viel Damage machen. Ja, und jetzt haben sie sogar. Hab damit auch gegen Spieler wie Chef gewonnen zum Beispiel. Also geht eigentlich noch. Ja, und jetzt haben sie sogar noch eine neue Fertigkeit, und zwar können die das Cliff hochschauen. Also stelle ich mir halt sehr interessant vor, was zum Beispiel Scouten angeht. Soll ja eine reine Scouting-Unit oder soll eine Scouting-Unit damit werden? Meinst du, man sieht es dann auch wirklich in den späteren Spielphasen noch? Also in der Anfangsspielphase, ich weiß nicht genau, wie das laufen wird. Warte, steht das hier? Da steht, glaube ich, noch keine Details, oder? Nee, ich sehe. Also ich sehe keine Details soweit. Ich sehe nur, dass sie nach oben gucken können. Genau, dass sie nach oben gucken können. Ja, Was ich da ich gar weiß. nicht mal schl also ich weiß nicht, wenn sonst war es ja häufig gerade im Terran Mirror, dass der Terran ja schon mit seinen Marines sehr früh dann da stand, um den Reaper sofort abzuschießen, wenn er hochgesprungen ist. Das könnte man natürlich dadurch vermeiden, dass man den Reaper so früh verliert. Na, wenn dann die Marines nicht direkt am Cliff hat, sondern ein bisschen außen, dann ne, innen, dann geht's auf jeden Fall. Ja, aber dann kannst du ja wieder wegspringen. Also, ich meine, Ja, aber das man war ja kann. vorher immer so stark, dass du nicht Ja, wegspringen konntest. aber man kann ja reinhüpfen und raushüpfen und geht ja nichts, wenn die Marines trotzdem da stehen. Ja, klar. Ja, meinst du, das bringt viel? Nee, überhaupt nichts, denke ich. Also im Late Game oder so wirst du nicht vorher mit dem Reaper irgendwie mal scouten, ob da was auf dem Cliff steht oder so. Also wenn, wird es doch Nee. wahrscheinlich eh abgeschossen sofort, kann ich mir vorstellen. Ja. Also vielleicht im Matchup gegen, ja doch, auch gegen Zerg wirst du eigentlich abgeschossen. Der hat ja auch seine Broodlords und so dann. Das ist schwierig und auch für Terraner erfordert das dann. Man muss so viel machen, auch mit den neuen Minen, dass es halt viel zu viel Abwehr erfordert, um Reaper zu bauen und irgendwo hochzuhüpfen und zu scouten. Das kennt man lieber, ist bequemer. Spielst du viel Minen, wo du meinst? Nee, ich mag den nicht so. Wirst du sie jetzt mehr spielen? Weil irgendwie hatte Blizzard auch den Eindruck, dass so Widowmines allgemein nicht viel gespielt werden. Und ja, deswegen brauchen sie auch keine Armory mehr. Ja, da habe ich schon lustige Sachen. Proxy, Minen zum Beispiel. Also Mit Gas First. ich fand Minen eigentlich ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mit Terran gespielt habe. Weil du kannst die sind ja auch gar nicht so teuer, kannst du ja mit dem Reaktor bauen. Ah, die Und kosten 2 Supply. schon, aber du kannst die halt, ja, die sind so teuer wie Roaches, ne? Und kosten auch 2 Supply, also wie Roaches. Aber die gegnerische Einheit geht halt instant down. Und du kannst alles, was teurer ist als eine Roach, halt effektiv traden damit. Also so ziemlich gegen Proto. Also 250 Schaden macht das, glaube ich, oder? Die Mine. Kann das Weiß sein? ich nicht, ich habe die überhaupt nicht so viel gespielt. Die macht, glaube ich, 250 Schaden und Area Damage halt. Also das heißt, selbst gegen Roaches, durch den Area Damage, kann man die sogar effektiv einsetzen, wenn man die damit killt. Ja. Also das fand ich fand die gar nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Aber wie du sagtest, 2 Supply, das Problem ist, die ist halt nicht so mobil wie eine Armee. Also muss ja eingegraben sein. Aber wenn da irgendwas drüber getrampelt kommt, kannst du super effektiv traden. Gegen eine Protoss-Armee oder so. Ja, das mit der Armory ist jetzt auch gut, dass man schon defensiv eine dritte nehmen kann und keine Angst vor Roach Baning oder sowas haben muss und nicht unbedingt eine Armory bauen muss, weil wenn man so früh eine Armory baut, muss man schon weggehen und dann braucht man keine, dann kann man direkt Minen bauen, die dritte nehmen. Und da finde ich Tirana ganz gut auf jeden Fall. Ja. So, was haben wir noch an Änderungen?
Ja, Protoss, Carrier sind zurück. Das wird, glaube ich, richtig viele Leute freuen. War ja auch sehr viel diskutiert, also dass Carrier entfernt wird. Gerade, ich weiß ja nicht, wie stark du Off-Race bist oder so. Ist ja jetzt auch mehr eine Wings of Liberty-Sache, schon fast. Weil Wings of Liberty hat man ja jetzt vor allem gegen Zerg, den Carrier, immer wieder gesehen. Als neue Lösung, um da das Late Game zu gewinnen, also diese Carrier Transition. Gerade Hasuops hat das ja auch sehr viel gemacht bei den Berlin Open. Also man. Ja, aber ich habe persönlich noch nie gegen Carrier gespielt. Ja, ist ja auch, glaube ich, eher eine Sache im PvZ. Also da wirst du wahrscheinlich als Da Terran noch weiß nicht ich nichts von. genau so viel sagen können. Also da sage ich persönlich, finde ich ganz cool, dass das passiert. Also dass der Carrier wieder zurück ist. Und ich glaube, das gibt auch ganz gutes Feedback in der Community. Ja, das Problem ist ja, was die Carrier haben in PvZ. In Late Game halt, der Zerg macht halt gar nichts und dann macht man mit Carrier in Go und man verliert halt immer wieder Interzeptoren. Ja, Und die kosten halt Münz. ja, und Fungal und Infested Terrans halt nicht. Ja, Aber dafür, also die dafür soll ja kosten auch, nur Energie. genau, dafür soll ja auch jetzt der Tempest helfen. Weiß nicht, ob du den Tempest schon getestet hast. Ich persönlich fand halt, der Ja. macht keinen Schaden. Die große Reichweite kannst du nicht wirklich ausnutzen, weil dir die Vision fehlt. Also ging mir immer so. Das einzige Argument, warum der so teuer ist, und der ist halt unglaublich teuer, 300, 300, war ja einfach nur. Und 6 Supply, also 300, 300, 6 Supply, war ja einfach immer nur das Argument, die große Range, aber wirklich nutzen konntest du ja im Late Game die kaum. Wenn der Zerg dann seine ganzen Overseer hat oder so, hast du ja immer wieder keinen Observer gehabt, wieder keine Vision gehabt. Dann müsstest du mit dem Oracle kommen, das geht instant down, ist auch keine Option. Und was man jetzt gemacht hat, ist mehr Damage gegen Massive, also fast doppelt so viel, 20 Damage mehr oder so, aber dafür Ja, die Range auf hilft gegen 15. Brutlos. Ja, dafür soll es auch helfen. Also gegen Brutlords, Tore und Ultralisten könnte das helfen. Aber Tore brauchst du ja eh nicht gegen Protoss, oder? Nee, nee, nee. Müsste man. Also, Mech gegen Protoss klappt jetzt natürlich gar nicht mehr, aber. Also, das heißt dann auch, dass man überhaupt keine Tors mehr baut. Hat man Ja, auch ach, immer nicht. auch. Also meinst du, man spielt jetzt wieder kein Mech mehr gegen Protoss? Ich hab's auch so nie gespielt, ich habe immer Main Warhound gespielt. Ja, aber ich meine, mit den Warhounds kommen wir wieder zu den Warhounds eigentlich interessanterweise zurück. Aber haben ja auch viele gesagt, das ist die große Hoffnung, dass man gegen Protoss wieder Mech spielen kann. Hat man ja auch immer nur noch gesehen, Mech. Aber ja, ich finde es sehr interessant. Also, das heißt ja im Prinzip, man spielt wie in Wings of Liberty, oder? Die neuen Einheiten sind ja alles Mech-Units, bis auf die Änderungen um Reaper. Man könnte Bio-Battle Hellion spielen oder auch die Minen defensiv am Anfang oder auch später nutzen. Okay, Also also. man kann auch ein, zwei Factories in Late Game gegen Protoss enden, eher für die Minen anstatt für die Battle Hellions, weil die Battle Hellions, sie brauchen noch Upgrades, Mech-Upgrades. Warte, die Minen profitieren die auch von den Upgrades? Weißt du was? Weiß ich gerade selber nicht, aber die machen halt einen guten Damage und so ohne Upgrades. Ja, aber Battle Hellions doch vielleicht, wenn der Protoss gegen Charge Zealots, oder nicht? Also das ist doch ein großes Problem für Terraner in Wings of Liberty, oder nicht? Nee, die Masse an Kolossi und Immortals oder Archons und sowas, also die sattelt sich dann mich beim Mech eigentlich nie. Ja, wenn du Mech spielst, aber dir spielt ja keiner Mech gegen Protoss. Naja, also sollte man dann eigentlich nichts zu sagen, es wird keiner spielen. Wahrscheinlich ausprobieren, aber ich finde es nicht gut mit Battle Aliens. Also nicht mal gut gegen Charge Zealots, weil da meckern wirklich viele Terraner, dass sie dann Probleme haben mit Bio gegen Charge Zealots. Naja, deshalb kann man halt. Ich mache das jetzt immer so, da ich Bio und dann halt Battle Aliens baue und Ja, das meinte ich ja. die Also. verbrennen halt diese Zealots auch ohne gute Upgrades, aber mit Upgrades sind die halt noch ein Stück besser. Okay. Also das heißt, das könnte definitiv noch was sein, wo es dann was bringt. Ja, Battle Aliens sind stark, auch ohne Upgrades auf jeden Fall. So, schauen wir mal weiter. Ich glaube, wir haben fast alle Änderungen. Jetzt nochmal zum Mothership. Gut, das ist jetzt wieder eine Protoss-Änderung. Aber so ein bisschen betrifft es ja vielleicht das Matchup gegen Terran auch. Kosten runter. Kostet jetzt nur noch halb so viel. 50-50 statt 100-100. Dafür
Wird aber die Range gesenkt vom Mothership Core. Oh ne, increased sogar, sehe ich gerade. Wird erhöht. Von 7. Sehe ich das richtig? Increased, ja. 7 auf 10. Von 7 auf 10, krass. Ich hatte decreased erst gelesen, aber increased, ja, von 7 zu 10. Das ist krass. Also ich fand den eh schon stark, Mothership Core. Also das war häufig meine Lebensversicherung gegen Warhorn-Pushes, die ja jetzt wegfallen. Aber 10er Range? Weiß nicht. Was hältst du davon? Ich finde, der macht eigentlich wenig Damage. Im Early Game vielleicht, aber im Late Game macht er halt. Ja, im Late Game baust du ja eh Mothership draus, oder nicht? Aber, ja, dann, also, das, der Mothership Core ist gegen Tyrann eigentlich nur wegen Recall und wegen dem Mothership nützlich, weil jetzt kann man als Protoss eigentlich auch mal da ist ja ein Mothership Core, da kann man daraus mal ein Mothership machen, vielleicht kommt das jetzt gegen Tyrann. Also, Mars Air sowas, aber da sind ja Marines ganz gut. Also, wofür er auch halt benutzt, ist ganz klar mit dem Energie-Upgrade, aber da ist ja jetzt nichts dran geändert worden, außer dass du den Mothership Core jetzt vielleicht ein bisschen eher hast, dadurch, dass er günstiger ist. Ja, aber das profitiert halt die Änderung von Mars Airplay in PvT oder im PvZ eher. Ja. Und, Mars Recoil, Energie ist günstiger, also Mars Recoil ist günstiger, das, weiß nicht, 50 Energie weniger, statt 150 nur noch 100. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen heftig sein kann, wenn man das richtig abused. Ich hatte mal ein Game gegen White, war da der 7 Gate und Recoil in meiner Main gemacht, aber so stark ist das jetzt auch nicht. Ach, der ist mit dem Mothership Core in deine Main geflogen, oder was? Ja. Also ich denke eigentlich mehr so an Situationen, wie dass der Protoss halt ziemlich hart committed, dir eine Basis raussnipt und dann Mars Recoil macht, weißt du? Weil es ist ja gerade auf manchen Maps kommst du ja sehr schwer wieder weg. Deswegen greift man ja häufig die Basis nicht an, weißt du? So eine Echse kannst du ja nicht angreifen, weil wenn du drauf gehen würdest, wärst du ja abgeschnitten, weil dann kommt der Gegner halt von hinten. Und du könntest so die Basis snipen und dann... Wäre auf jeden Fall das Angesprochene mit den Units draufgehen, die den Axis snipen, aber was besser ist, mit einem Blinkstalker das machen. Ja. Also mit Blinkstalkern halt schnell rein und dann weg mit Recoil. Ja, irgendwann kann auch in die Main anhüpfen und sowas und dann wegkommen, weil sonst ist man ja getrappt. Genau, also man kann halt noch deutlich länger, deutlich viel mehr Schaden machen durch den Mars Recoil. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. So, und was haben wir noch? Mothership startet nur noch mit 50 Energie, wenn es geupgradet wird. Ist gar nicht mal schlecht. Ja. Also es war halt krass zur Erklärung, diejenigen, die es nicht wissen. Mothership ist dann aus dem Mothership Core mit der Energie, die der Mothership Core hatte. Das heißt, wenn der Mothership Core volle Energie hatte, du baust dein Mothership, hattest du 200 direkt Energie. Vortex. Direkt zweimal Vortex. Das hat mich eh gewundert. Also das fand ich eh krass. Weil den Mothership Core hast du ja schon ziemlich früh im Spiel. Und wenn du dann halt aus Mothership, gerade gegen Zerg, Mothership gehst, hast du instant zwei Nexus. Da hatte ich auch ein Game als Zerg gegen Protoss, wo der das gerade am Morphen war und dann hatte der, also ich wusste das halt nicht, dann habe ich mir gedacht, ich mach Go, ich hatte dieses Wormhouse und Infestor und Corruptor, aber der Protoss, der hat halt den Mothership-Core, den wollte ich snipen, dann wurde der gerade fertig, dachte ich mir, der hat eh keine Energie, dann gehe ich einfach drauf. Und der hatte dann 200 Energie, hatte alles gewortigt und dann ganz knapp noch gewonnen. Hast du sogar noch gewonnen, ja? Aber ja, das war schon hart. Ich war natürlich meilenweit vorne, deswegen habe ich noch gewonnen, aber wäre ich even mit denen gewesen, dann hätte ich auf jeden Fall verloren. Ja. Ah, jetzt hast du es eigentlich schon angesprochen, du hast Zerg gespielt, Swarmhost. Wie empfandst du Swarmhouse bisher? Ein eingrabener Brutlord. Also ich fand's halt... Zum Contain. Also ich fand gerade diese Late-Game-Zerg-Army in Heart of the Swarm bisher halt immer ziemlich heftig. Brutlings sind quasi kostenlos, Infested Terrans kosten nur Energie und dann nochmal diese Locusts da, die auch kostenlos sind. Ja, und alles hat eine verschiedene Range, also... Genau, alles hat eine verschiedene Range, Brutlord halt... mit Aufprallschaden, große Range, Melee, dann das andere ist sogar die Locusts und Range Units und Infested Terrans. Also ich fand's halt ziemlich krass, dass du von Zerg in Hard, also bisher in einer Beta immer mit kostenlosen Units überrannt wurdest. Und selber halt Energie und kostenlose Units gegen deine eigenen traden musstest. Ja, da hatte ich viele Zergs, die das
abused haben. Also sozusagen, die haben direkt Mars Warmhaus gespielt ohne irgendwas, aber Genau. wäre ich Standard gegangen. Also ich probiere da gerne halt aus und das abusen halt manche Zergs und bauen einfach nur Swarmhouse und machen Go. Gegen Ja, Banshees sind die halt haben tot, dann aber. hinten noch ein paar Investoren und die Broodlords dann stehen und Ja, dann. nee, das hatten die ja. Bei mir war es nur Mars Warmhouse einfach Okay. abused, da ich nicht Standard Banshee gehe, Ja, das sondern. Problem ist halt auch, wie sollte man dagegen dann vorgehen? Das war immer das Ja. Problem als Protoss. Also selbst die Kolosse mit ihrer großen Range war halt immer Ja, ein da geht Problem. nix, da geht überhaupt nix. Du musstest Nicht dann halt immer Ground. Tempest spielen, aber Tempest, ja, ist ja jetzt stärker. Wobei, Swarm ist keine massive Unit, ne? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube nicht. Deswegen. Vielleicht geht das hier hin. Gibt es hier so einen Unit-Baum, wo man das sehen kann? Was? Ich glaube, weiß nicht. Nee, ich finde hier keinen. Ah, wahrscheinlich noch nicht implementiert. Ja, weil es Quatsch ist, so jetzt einen Unitbaum zu bauen, wenn alles noch nicht endgültig ist. Wir müssen ja bedenken, es ist noch eine Beta. Naja, hätte aber ja sein können. Also, ja, auf jeden Fall finde ich es gut, dass die Reichweite von 3 auf 2 reduziert wurde, weil das war halt. Jetzt sagen viele, von 3 auf 2 macht das so viel aus, aber ich finde, das macht sehr viel aus, weil das heißt, eine Reihe, also eine ganze Reihe Locusts kann nicht attackieren. Ja, das war schon. Also jetzt kann man die zum Beispiel mit Stalker besser, bisschen besser kiten zum Beispiel. Oder mit Kolossen rausnehmen. Kolossi sind auch da wichtig. Dann, ja, das Also, ich meine. ist eigentlich ganz gut. Besser als den Damage nochmal zu nerven. Ja, sonst. Also, man, das ist ja auch der schwierige Grad. Die Einheit soll ja auch nicht unnütz werden. Die soll ja schon was bringen. Ja, Ja. haben die aber in Warhound und ganz gut geregelt. Ra meinst du einfach rausnehmen, sagst Ja. Ja, wollen wir vielleicht mal zum Ende kommen, Fazit ziehen? Also, deine Meinung vielleicht zu den Änderungen und zur Beta bisher? Vielleicht? Ich habe jetzt in den letzten Tagen eigentlich wenig gespielt, weil der Warhound zu. Also, es war langweilig, TVP. Ich habe jedes Game Gas First Warhound Rush und immer gewonnen. Wie gesagt, ich habe noch kein Game verloren. Wahrscheinlich verliere ich jetzt Games, was das wieder ein bisschen besser macht. Ja, und. Also, ich hatte Riesenprobleme gegen die Swarmhost. Weil ich gehe in TVZ gerne Mech und in extrem stark gegen Mech. Und jetzt habe ich keine Warhounds, das heißt, die sind noch stärker gegen Mech, aber da ist halt dann der Nerf. Und TVT ist jetzt endlich wieder. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass er jetzt Mech gegen Mech kommt, aber endlich jetzt wieder nicht Mars Warhounds gegen Mars Warhounds, weil das war schon lächerlich gegen lächerlich einfach. Wenn man so nennen kann, da echt das. So wie PvP Mars Colossi gegen Mars Colossi früher war. Naja, es ist häufig immer noch, aber da kann ja der Hel Naja. Tempest auch helfen. Also das ist ja auch noch eine krasse Sache. Wenn Tempest dann gut ist gegen massive Units, kann ich mir wirklich vorstellen, dass du es im PvP halt spielst, um dieses Mars Colossi rauszusnipen halt. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, Blizzard löst die Probleme interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das so machen. Der Orakel ganz gut auf jeden Fall. Swarmhouse ganz gut, weil ich kritisch sehe, sind die Battle Hellions da. Ein bisschen komisch gemacht worden und die Minen sind jetzt auch. Also, ich werde jetzt die Minen in nächster Zeit testen und ja, Protoss werde ich wahrscheinlich auch wieder spielen. Also, ich war bis jetzt in der Beta ganz gut mit Tyranna und Zerg. Also, mal gucken, wie die Nerfs einfach werden und die Ja, Buffs. ich bin auch gespannt. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Meinung soweit. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch sehr viel Erfolg. Ich meine, warst gestern ja noch schön abgeräumt beim Gigabyte Invitational. Ja, da hatte ich Glück, da ich dann die Phase hatte, wo ich dachte, Warhounds sind zu stark, hab keine Lust und hab wieder Wings of Liberty aktiv gespielt. Ja, hat sich ausbezahlt. Gesagt. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg bei deinen nächsten Spielen und ja, danke fürs Statement. Jo. So, also das war es soweit, der kurze Überblick zu Heart of the Swarm, zu den Änderungen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und dann hört ihr auf jeden Fall morgen von mir zu den World Championship Series, dem europäischen Finale. Ich hoffe, wir sehen uns, ihr schaltet ein und ich sage natürlich wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.